Hallo, willkommen zurück zu Jack X zum hoffentlich endlich finalen Part. Ich will dieses Spiel endlich hinter mich bringen. Das Problem ist, den letzten Cup müssen wir gewinnen. Das heißt, Runde 2 muss wirklich mal besser laufen. Der Letzte macht das Licht aus. Es ist auch noch zusätzlich unerträglich warm. Jetzt sind über 30 Grad. Jetzt schwärmen Sie aus! Fängt ja gut an. Ernsthaft? Noch nicht genug? Ja, es könnte sein, dass ich das Finale jetzt ein bisschen ruhiger bleiben werde. Davon habe ich noch mehr. Ich weiß ja nicht, wie man mit Öl eine Rakete ablenkt, aber okay. Also die Strecke ist relativ gut machbar, also da bin ich bis jetzt jedes Mal Erster geworden. Jetzt kommt das große Problem. Die Jagd ist diese eröffnet. Osttour. Alles klar, jetzt geht's los. Ich hab noch die Granaten gehabt. Staub.
Naja, wäre sowieso jetzt egal gewesen, was mich trifft. Die Lebensenergie war sowieso Richtung Null. Auch hier, da für den kleinen Flugzeug. Minimale Unebenheit, unspielbar. Allgemein was gegen diese Schreckendesign, wenn man die Steuerung so angepasst hätte, dass man trotzdem noch gewinnen kann. Häufiger erwähnt gehabt mit dieser tollen Kill-Animation, die einen komplett aus dem Rennen reißt. Die hätten sich echt schenken können. Das ist so gut. Ach, Steuerung, mach mir jetzt bitte nicht auch noch die Runde kaputt. Du kannst mich nicht treffen. Nein! Nein! Ja, klar. Für Demos. Oh Gott. Meine Fresse. Ich muss etwas schon trinken. Oh Gott, ist das hart. Also, der Kampf gegen die Steuerung. Das Spiel selber ist natürlich auch schwer, aber der Kampf gegen die Steuerung ist schwieriger. Ah, finales Rennen. Ein sauberer Start. Der dunkle Jack kommt durch.
Spürst du das? So übertrieben, ein kleiner Fehler und schon ist man raus. Ah, diese Killkamera jedes Mal. Die reißt einen so dermaßen aus der Strecke raus. Das muss wehtun. Kostprobe gefällig? Woohoo! Eine Runde ist um. Schützen so die Finger, weil es hier so warm ist. Wasch die ganze Zeit das Fett weg. Nice. Na, Steuerungsversager. Wieder. Ah, super. Kurz bevor ich am Gewinnen bin, setzt noch mal die komplette Steuerung aus. Fahrt vor, Leute, oder verzieht euch. Super. Nun komm! Ja! Heiliges Strauß, es ist vorbei! Vorbei! Oh. Jack hat die große Meisterschaft von Crash City gewonnen! Wow! Was für ein großartiges Finish! Was ein Krampf! Mein Schnabel tut mir noch weh vom Anfeuern! Meine Güte, ey! Was für ein Kampf! Oh, alle drei Runden gewonnen! Auf jeden Fall weiter. Nichts mit erneut versuchen oder sonst irgendwas. Haha, da habt ihr's, Leute. Die große Meisterschaft von Crash City geht an Jack und sein Team. Was für ein Finish. Und der mysteriöse Fahrer entpuppt sich als mein Co-Moderator GT Blitz. Du hast es geschafft. Ja, wir haben. Rain, was ist los? Bleib ruhig, wir wollten nur Miso aus seinem Versteck locken. Wegen des Gifts. Keine Angst, ich hab das Gegengift bei mir. Woher wusstest du, dass er so nah sein würde? Vater wollte Miso schon lange töten, konnte ihn aber nie finden. Dann wurde uns klar, es gibt gar keinen Miso. Oder vielmehr... Aus dem Weg! Das war regelwidrig! Blitz! Nein, Miso! Mein Wettverlust ändert gar nichts. Doch zuerst müssen die Leute sterben, damit es niemand hier erfährt. Niemand außer den 200 Millionen Zuschauern. Was? Lächle in die Kameras, du Held! Jeder Star stürzt mal ab. Stimmt's, Miso?
Ah, ihr werdet alle sterben. Noch ran. Ich hatte das gerade gar nicht mehr da Fett in der Hand. Wir haben aber auch die ganze Zeit nur Schrottwaffen. Lebst du immer noch? Rain, sie wird noch schlimmer als ich. Klar. Und auch ihren Vater töten? Wieso nicht? Er verließ uns wegen seiner Rennbesessenheit. Und wir schworen uns, den ganzen miesen Sport zu kontrollieren. Alles davon. Bis ins Letzte. Du lässt gerne Leute zum Sterben zurück, nicht wahr? Man gewöhnt sich dran. Und gerade bringe ich Jack in Sicherheit, da explodiert der Wagen in einem flammenden Inferno. Wow, tolle Story, Dex. Toll gefahren, Leute. Wunderbar gefahren. Danke. Ich rede mit meiner Tochter. Tja, Leute, ich muss jetzt los. Ihr habt mir geholfen, die Feinde meines Vaters zu erledigen. Jetzt ist die Stadt endlich ein besserer Ort. Dank auch dir, Jack. Du hast mir das Licht gezeigt. Leb wohl. Sei besser als dein Vater. Weißt du, die Kleine ist gar nicht so übel. Hey, da liegt noch Crews Tagebuch. Hallo, meine liebe Rain. Wie unser kleines Geheimnis. Gieß dein Glas zuerst ein. 3 Sekunden. Nicht länger. Dann ist dein Glas ohne Gift. Die anderen kriegen die volle Dosis. Dann erledigen wir diesen miesen Miso und werden die Verbrecherfamilie von Grass City. Ach, ich wünschte bloß, ich könnte dich umarmen. Wie der Vater, so die Tochter. Oh mein Gott. Ein Meeting. Ich will jeden Verbrecherboss da haben. Ganz genau. Die Stadt gehört nun mir. Vater war zu weich. Nein, lass die Fahrer gehen. Sie waren meine Freunde.
Wenn auch jetzt wohl nicht mehr. Ach ja. Geschäft ist Geschäft. Wer hätte das gedacht? Das nächste Mal benutzt euer Hirn. Ja, Jack. Wichtig ist nur unser Sieg. Und dass wir leben. Und wir haben diesen Miso erledigt. Und wir haben die Rennstrecke gerockt. Stimmt's, Jack? Ich sagte, stimmt's, Jack? Hey! Nun küss ich schon endlich. Mann. Oh ja, das nenne ich mal ein Schlussfoto. Jo, wir haben es geschafft. Ja, was soll ich sagen als Schlussfazit? Es hätte eines der besten Fundraiser sein können, hätten die nicht so gnadenlos versagt mit der Steuerung. Wie ich schon sehr oft erwähnt, sobald die Strecke irgendwie eine kleine Unebenheit hatte, wurde die Steuerung unkontrollierbar. Noch schlimmer ist, dass die Steuerung immer komplette Aussätze hat und man einfach gar nicht mehr lenken kann. Also ich dachte ja am Anfang immer, dass mein Pad kaputt sei und ich habe dann immer wieder die Pads gewechselt und es wurde nicht besser. Ja, und habe mir dann ein paar Testberichte angesehen. Und dort wurde bestätigt, dass diese Steuerung leider allgemein komplette Aussätze hatte. Weiterer Negativpunkt, definitiv die Rücksetzpunkte, dass man ständig gegen irgendwelche Wände geparkt wird. Dann auch dieser unfaire Vorteil von den Gegnern, dass man immer, dass sie immer vor einen geportet werden, während man selber immer zurückgesetzt wird, also wirklich so nach hinten gesetzt, also nicht irgendwie wieder auf die Strecke, sondern weiter nach hinten gestellt. Ja, also das Spiel war im Großen und Ganzen ziemlich unfair. Aber man muss sagen, die Ideen an sich von den Strecken her waren toll. Optik und Soundtrack auch sehr gut geworden. Abwechslungsreichtum war auch sehr gut, also man hat viele verschiedene Varianten gehabt. Auch gut, später hat sich das natürlich wiederholt, aber naja, das hat man bei den meisten Spielen. Ja, insgesamt als Fazit sehr durchwachsen. Also ich kann kein wirklich gutes Ergebnis abgeben, ich kann aber auch kein wirklich schlechtes Ergebnis abgeben. Sagen wir einfach mal mittelmäßig. Wären die genannten Punkte besser gewesen, hätte ich dem Spiel ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis geben können, aber so. Naja, ich bin mal gespannt, wie der nächste Jump'n'Run Teil wird. Und kommen wir mal zu den Kommischreibern schon mal. Danach machen wir noch die freigeschalteten Extras. Okay, es waren nur drei. Kaido, Carla und Naruto. Ja, das war auf jeden Fall mal ein ziemliches Salty-Projekt. Das war aber auch pervers schwer, muss man einfach mal sagen. Ah, Queens of the Stone Age, okay. Kam mir doch teilweise bekannt vor, was man zu hören bekam.
relativ lange Abspann, aber warten wir mal weiter. Naja, es wird wahrscheinlich hier und da mal Rennspiele geben, andere wie unter anderem vielleicht Diddy Kong Racing, wenn es sich anbietet. Das ist auf jeden Fall deutlich fairer. Oder Crash Team Racing ist auch noch ein Gedanke wert. Sehr lange Abspann, haben halt auch viele dann gearbeitet. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Menge freigeschaltet. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das 3 oder 4 Artwork-Galerien und die sehen wir uns gleich an. Vorsicht Jungs, ich komme! Ja, dieses Mädchen steht Jack in all seinen Abenteuern zur Seite. Sie wird langsam erwachsen und will nicht länger nur die Mechanikerin sein. Kira versucht um jedenfalls Jacks Aufmerksamkeit zu erregen. GT die Blitz. Menge kreischen. Halb Sportmoderator, halb Rennfahrer. Der bisschen GT Blitz kann allen zeigen, wie man gewinnt. Hoffentlich schluckt er nicht zu viel Luft und wird ab langsamer. Ja, dann haben wir noch ein paar Fahrer freigeschaltet. Gut, wir haben nicht alles Gold, aber ganz ehrlich, aufgepfiffen. Gucken wir mal noch ein paar Geheimnisse. Gespiegelte Abenteuer, Modus und so Sachen, die brauchen wir jetzt nicht. Concept Arts, Fahrzeuge, Naughty Dog. Das Fahrzeug holen wir uns noch. Das sehen wir uns auch gleich noch an. Kommentar zählen, Fehlerfilm, den holen wir uns noch. Heißer Kaffee, ja gut. Das sind halt alles so Sachen, die wir freischalten können, die aber eine Menge Zeit kosten würden, deswegen verschieben wir das erstmal. Gucken wir uns jetzt mal die Fahrzeuge an. The Bobcat. Vom Motor ein Bild, Turbo-Konzept, ja okay, das ist jetzt der Motor eher, das andere war eher das Getriebe, Leopard-Chassis, Turbo, Frontshocks, Rear-Axle, The Panther, die Ideen für die Fahrzeuge waren ja gut, nur die Umsetzung in der Steuerung nicht.
Die Federn waren etwas zu extrem. Deswegen ist man ja auch wie ein Flummi durch die Gegend gesprungen. Dune Blaster, der Tiger A. Also man hat schon relativ viele Konzepte gehabt für Fahrzeuge. Aber vieles davon wurde gar nicht umgesetzt. Ja, jetzt kommen wir zu den Hintergründen. Also quasi die Strecken. Oder auch halt von den Filmsequenzen her. Ich bin froh, dass wir es hinter uns haben. Ich weiß, das klingt irgendwie falsch bei einem Spiel, aber das war einfach nur noch Frust teilweise. Ja, kommen wir zurück zu der einen Statue. Okay, sieht ein bisschen seltsam aus. Die Strecken waren schon sehr abwechslungsreich und interessant gestaltet, das muss man einfach sagen. Teilweise war aber auch halt ziemlich fies wie mit der einen Strecke, wo man direkt am Anfang runtersegelt, wenn man nicht aufpasst. Ja, die haben anscheinend teilweise noch bösere Ideen gehabt für die Strecken, die wir aber anscheinend letztendlich verworfen haben. Charaktere. Da sind schon echt coole Designs bei, von den Ideen her. Wahrscheinlich auch wegen verschiedener Bärte überlegt, wegen bei Jack etc. Verschiedene Frisuren. Ja, sind schon einige Designs, die anfangs ganz anders waren. Also, ja. Gucken wir uns den Fehlerfilm an. Jack X Missgeschicke. Wenn ihr Typen nochmal Streit sucht, dann sucht euch gefälligst jemanden in eurer Größe. Gefälligst jemanden in eurer Größe. Herrje! Endlich treffe ich den großen Rennfahrer Jack. Herrje! Endlich treffe ich den großen Rennfahrer Jack. Wenn ihr Typen nochmal Streit sucht, dann sucht euch gefälligst jemanden in eurer Größe. Herrje! Endlich treffe ich den großen Rennfahrer Jack. Ich bin Razor, wie du vielleicht weißt. Ich arbeite auch für mich. Schädlich. Irgendwann tut das ja, also irgendwie hat hier und da was nicht so ganz mit dem Lightning geklappt, etc.
kannst du auch brauchen. Wirkst auf dem Bildschirm echt blass. Jetzt seht ihr Neulinge endlich, wovon ich schon die ganze Zeit rede. Weshalb dieser Sport der beliebteste der Welt ist. Spitzentempo und totale Gefahr. Jetzt seht ihr Neulinge endlich, wovon ich schon die ganze Zeit rede. Weshalb dieser Sport der beliebteste der Welt ist. Spitzentempo und totale Gefahr. Willkommen zurück zur GT Blitz Show. Als erstes soll ich den Gerüchten um diese Superwette auf das diesjährige Meisterschaftsrennen nachgehen. Ja, ich glaube, da gab es so ein paar kleine Programmierprobleme. Und lass mich noch sagen, wie sehr ich mich auf unsere Zusammenarbeit freue. Ich mich auch, Blitzmann. Ups, sorry. Oh, du kleiner Mieser. Er hat einen auf Homer Simpson gemacht. Ja, schade, dass wir die anderen Making-ofs und sowas alles nicht haben, aber na gut. Szenenanalyse und heißer Kaffee, das wäre halt noch interessant gewesen, aber das ist mir zu viel Arbeit, das alles noch freizuschalten. My, my. Sounds like this city is terribly dangerous. Erste Stimme und frühe Animation. This place don't scare us. No nasty racing gang's gonna get us to turn tail and run. Sounds like they had you dead to rights. How did you survive? Ach, herrje. Diese Stadt klingt ja furchtbar gefährlich. Am besten setzen wir die Polizei darauf an. Völlig wurscht. Uns schreckt das gar nicht. Wir ziehen wegen keiner miesen Gang den Schwanz ein. Die hatten euch also quasi erledigt. Wie entkamt ihr? Ach, herrje. Diese Stadt klingt ja furchtbar gefährlich. Am besten setzen wir die Polizei darauf an. Völlig wurscht. Uns schreckt das gar nicht. Wir ziehen wegen keiner miesen Gang den Schwanz ein. Die hatten euch also quasi erledigt. Wie entkamt ihr? Ja, ist schon interessant, die ganzen Animationsstufen zu sehen, wie sich das nach und nach entwickelt hat. Klar, vieles natürlich dann noch unfertig und hat auch noch Fehler verursacht und alles. Aber das kommt halt mit der Zeit. Man sieht schon, dass echt viel Arbeit reingesteckt worden in die Animationen von den Sequenzen. Ja, dann sehen wir uns noch die speziellen Fahrzeuge an, die wir freigeschaltet haben. Ja, man sieht, es hat sogar ein Online-Rennen gehabt. Einzelbildschirm, Einspieler, CPUs, Maximum. Gucken wir mal die Fahrzeuge und sowas an. Schiff. Eddie. Edge oder? Edge, also Cutter. Torn. Sick. Rain, also wir haben eigentlich den Großteil der Charaktere. Dexter. Der ist zu klein fürs Bild. GT Blitz. Hacker. Ich will mal die speziellen Fahrzeuge sehen, nämlich den Naughty Dog. Special, Roadblade, Naughty Dog. Boah.
Ja. Okay, so sieht also die Karre aus. Ungelevelt, dementsprechend noch sehr langsam. Ja. Wir haben allerdings so ziemlich alle Strecken freigeschaltet. Geheimnisse. Gucken wir mal insgesamt von Anfang an, was wir da alles freigeschaltet haben. Die gespiegelten Strecken und sowas habe ich jetzt nicht geholt. Die Charaktere habe ich geholt. Hier ist übrigens auch noch ein Sondercharakter, aber ich hatte da vergessen, den Spielstand auf die Memory-Karte zu packen. Hier das Spiel hat nämlich die Besonderheit, dass man die Spielstände der Vorgänger auf dem Memory Card haben muss, also mit abgeschlossenen Spielstanden. Als Belohnung kriegt man dann besondere Charaktere, wie unter anderem Dexter für Durchspielen von Dexter. Z-Arts haben wir gerade gesehen, Fahrzeuge haben wir beide geholt, Sand Shark und Naughty Dog. Spulen, das sind die Videos, da fehlen halt noch drei. Helme haben wir gar keine geholt. Antennen haben wir eine geholt, weil wir gerade mal ein paar Punkte über hatten. Dann haben die noch Bonusräder eingebaut, verschiedene. Ja, dann würde ich sagen, danke für alle, die bei dem Projekt bis zum Ende dabei waren. Und natürlich auch danke für die Kommentare. Und danke, dass ihr ich sag mal, ein bisschen Frust, den ich während des Spiels habe, auch ertragen gehabt. Ja, ein bisschen ist gut, ein bisschen viel Frust. Und natürlich auch danke für alle, die auch beim nächsten Projekt dann dabei sind. Wie gesagt, es geht mit Jack weiter, mit dem finalen Teil. Danach kommt erstmal nichts mehr von Jack. Und ich bin echt mal gespannt, ob das sich angenehmer spielt. Aber ich gehe davon aus, weil Jump'n'Runs können die besser. Und danke für alle, die bei der Premiere dabei waren. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Tschüss.